Hallo Leute, hier ist Wolf Games und herzlich willkommen zu Pokémon Y Randomizer Nuzlocke. Im letzten Part haben wir eine neue Stadt erreicht, haben ein neues Pokémon gefangen, nämlich ein Reshiram. Und das sind hier unsere Pokémon mit sehen, wie das bisher erreicht haben. Und ja, wollen wir doch mal sehen, dass wir auch damit weiterkommen. Snavi ist jetzt mal vorne und mal sehen, wie das laufen wird. Wir sind in einer neuen Stadt und zwar sind wir in. Gut, das wird mir nicht angezeigt, in einer pilzigen Stadt anscheinend. Das habe ich von hier bekommen. Das heißt, erstmal shoppen gehen. Okay. Hallöchen, ne? Okay. Sind das Typen, die Frauen... Warte mal. Das, okay. Der Damenmantel, den möchte ich auf jeden Fall ansehen. Das ist nicht kaufen! Oh nein. Na! Okay. Ich hab's gekauft. Eigentlich wollte ich anprobieren. Egal. Erstmal anprobieren. Okay. Eine trendige Schirmmütze. Wie sieht die denn aus? Ich meine, alles ist besser als dieser Hut, also haben wir jetzt hier diese Schirmmütze. Ja, so richtig auch schön zur Seite, damit wir zeigen, dass wir richtig schön hipstermäßig sind. Und dann bin ich schon umgezogen. Ich wollte es nur kaufen. Oh Gott. Und jetzt? Aber ja, ich möchte den kaufen, aber... Liebe Dame, ich möchte nochmal kurz zurück, ja. Ich muss nochmal mich umziehen. Okay, gut. Pullover mit Schleife. Ja, aber leider nicht so trendig. Okay. Das Ethno-Oberteil sieht nicht schlecht aus. Oder der das Pokéball-Oberteil. Ich glaube, ich nehme das Ethno-Oberteil. Das sieht nicht schlecht aus. Okay. Dann brauchen wir dazu auch einen. das sieht lächerlich aus. Die Shorts, die passen überhaupt nicht. Die Skinny Jeans. Ja, die Skinny Jeans, die können wir schon behalten. Oder wollen wir den Damenmantel, den wir jetzt geholt haben? Ja, der passt aber nicht zu. Ne, der passt nicht zu dem, was wir vorhatten. Also Skinny Jeans und das Ethno-Oberteil. Das passt schon. Das haben wir jetzt hier. Und dann dazu die Socken. Wir sehen noch nicht mal. Okay. Nehmen wir einfach Kniestrümpfe. Das ist schon okay. Als Schuhe nehmen wir natürlich... Sieht nicht schlecht aus, diese Schuhe. Schnürstiefel. Nee. Was ist denn mit den Schuhen hier in Violett? Ah, oder Straßenschuhe. Nee, wir nehmen die weißen Schuhe. Dann kommt zuletzt die Tasche. Was nehmen wir für eine Tasche? Ja, nehmen wir mal Violett. Und dann... Federschmuck? Brauchen wir wirklich... Nein, das muss die Sonnenbrille sein. So, das ist unser neues Outfit. Bam. Fertig, ready. Super gecustomized. Aha. Go, los geht's. Okay. Wir sehen bestimmt gar nicht mal so geil aus, aber das ist schon okay. Wir haben nämlich Geld, wir zahlen dafür und weiter geht's. Wir müssen nämlich die Welt erkunden. Und das... möglichst trendy. Okay. Gut. So viel dazu. Ich habe einfach mal eine Menge Geld für nichts ausgegeben. Wo geht's hier eigentlich hin? Was Privates. Kleine Dinge sind das Größte. Kleines Pokémon dabei. Nee, leider nicht. Tut mir leid. Er mag halt gerne kleine Sachen. Also. Wait, das ist eine Arena. Mensch! Machen wir die mal. Die Diomazi Arena. Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Okay. Achso, nee, da kommen wir nachher raus. Okay, wir gehen mal links lang. Ich habe keine. Oh ja, diese ganzen Räume. Oh ja, stimmt ja. Hallo. Hi. Na, was sagst du zu diesem Kimono? Den hat Ferelegant entworfen. Ach so. Der hat das entworfen. Ich werde versuchen, seiner Schönheit im Kampf gerecht zu werden. Ja, natürlich. Also, ihr müsst wissen, der Ferelegant, der ist ein großer Kimono-Ersteller. Ja, bestimmt. Okay. Snivy gegen Wummer. Theoretisch kein Matchup, wo ich drin bleiben möchte, aber wir gegen das Rolle. Oh Gott, das ist Level 57. Das wird schlimm. Egal. Wir haben die Munkewald, das passt Blütenwirbel. Tanken wir doch. Easy. Ja, friss mal meine Munkewald. Ja, was machst du denn? Oh, macht sogar relativ viel. Gefühlswippe, oh Gott, Herr Moody. Fluchtweg steigt stark. Wunderbar. Kreuzflamme, du triffst doch, oder? Meteorologe, okay, das Wetter ist aber gar nicht mal so gut. Also sollte das doch passen, oder? Was, wie ist das Wetter? Nee, das Wetter ist nicht, natürlich Mist. Okay, und der Spezialangriff steigt stark. Verteidigung sinkt. Wunderbar, das wollen wir haben. Ach, komm schon. Okay, das sollte jetzt mehr Damage machen. Ja. Nein! Angriff schlägt. Oh Gott. Aber Genauigkeit sinkt weiter. Okay.
Erstmal mit Hypertrank heilen wir uns hoch. Denn sonst stirbt Snivy einfach. Und das wollen wir vielleicht nicht. Okay, hoffen wir mal, dass er jetzt misst und dann, dass er irgendwie Spätzef Drop bekommt. Ah, natürlich misst er nicht. Und mit Theologe trifft, aber sollte nicht genommen. Ja. Tank auf jeden Fall noch ein. Verteidigung steigt. Und Flucht wird sinken. Okay, gut. Das heißt, wir sollten jetzt vermutlich auch treffen können. Und mit einer Kreuz am Ausnocken. Komm schon. Bitte willkommen, das Tank war Snivy. Tank war easy. Nein! Spezialverteidigung steigt stark. Oh nein. Müssen wir das anders regeln? Alex, mach ihn fertig. Okay? Ich hab Angst. Wir haben Aero Ass. Wir treffen immer. Ich meine, er hat jetzt zwar Death Boost. Das Gerät hier langsam außer Kontrolle. Nein! Alex! Wir sind nicht wieder Snivy. Nico. Okay. Nico, das ist auch okay. Was ist das für ein Boost? Fluchtwert steigt stark. Oh nein. Nico, du musst diese Stärke hier treffen. Nein, es misst. Er brüllt wieder. Oh nein. Dieses Wummer. Oh Gott, Alex ist wieder hier. Okay, jetzt ist alles Alex dabei. Wir sind dabei, du bist dabei. Oh nein, Flucht. Egal, das ist egal. Solange ich Aeroas habe, ist der Fluchtwert mir ziemlich egal. Aeroas. Bam. Ja, easy Hit. Und, ah, wo ist lebt noch? Komm. Alex, du musst nur diesen Hit leben. Dann ist alles okay. Wir hängen den aber. Bitte kein Speed, bitte kein Speed, bitte kein Speed. Ah, Spitze. Gut, wäre Speed gewesen, dann hätte ich echt ein Problem gehabt, aber... Oh, das Wummer geht down. Oh Gott. Dieses Wummer. Deswegen wurde Moody gebannt. Wegen so einem Müll. Ah. Zappler, Leck, was auch immer das ist. Das war einfach mal Eros ein. Sollte trotzdem eine Menge Damage machen. Deswegen sollte es von mir nicht killen können. Wir sind hier in verdammtes Deck. Komm. Tod drin. Okay. 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 Zappler, Leck. Okay. Ich weiß genau Bescheid, was du machen willst. Aber nee, wir wechseln einfach in Puma. Und ja. Weil sonst kann uns vielleicht auch. Das wollen wir natürlich nicht. Also lassen wir das doch. Puma, das passt Rückkehr. Oh, du liebst so ein bisschen deinen Trainer. Aber na, friss erstmal das Gift. Das ist doch eh viel besser, liebst. Zack. Blauleck. Ja gut, und was machen wir jetzt? Wir surfen einfach mal das Ding weg, würde ich mal behaupten. Ja, auf Wiedersehen, Zapplerleck. Und tschüss. Ja, easy peasy für Puma. Der Puma der Fake, wer auch immer. Oder ich nenne auf jeden Fall Puma. Und wir haben die Herzung. Die war gemein. Oh Gott, der Arena-Leiter. Kinder, wie soll ich das denn machen? Wo ist Max, wenn man ihn braucht? Okay. Das sind zwei Sub. Nein, sind's nicht. Okay, wir packen die Übertränke aus. Alles gut, alles gut. Hypertrank und Hypertrank. Aber Puma kann ihn mit dem Supertrank hochheilen. Das ist der wichtige Teil. Okay, gut. Habe ich einen Pokémon auf Level 56? Nee, okay, dann lasse ich Snivy vorne. Weil ich möchte, dass mein Team levelt, damit wir so alle gemeinsam vielleicht gewinnen können. Das wäre so der Traum. Schon wieder ein Kimono-Trägerin. Hallo. Angetrieben von meiner Verehrung für Ferelegant bin ich hergekommen, um ihre Schüler... du meinst wohl... Das ist schon okay. Das ist schon okay. Warte, nee. Seine Schülerin, das ist das Richtige. Herzogin Roxanne. Sabayone, okay. Sabayone sollten wir doch easy tossen können. Oder Snivy? Richtig, Snivy. Okay, es ist Level 60. Das könnte ein Problem werden. Aber wir haben Kreuzflammen. Spinnennetz. Nein, meine Initiative. Ne, warte, das heißt, ich kann nicht mehr. Oh nein, ich bin getrappt. Okay, Kreuzflamme. Yeah, oh Gott. Und jetzt denken sie sich so, aber ich bin schneller, das passt alles. Aber ich habe die Vakuumwelle. Easy, auf Wiedersehen, Sabayone. Max soll Level 60 sein, aber nicht in deinem Kopf. Okay, gut. Ist einfach Level 58. Nein, Ferelegant, es tut mir leid, ja. Blöder Ferelegant. Okay, gut. Pokégun, du bist jetzt mal vorne. Denn wir wollen Lapras-Action sehen und wir gehen mal hier hin. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie ich wohin komme, wo ich richtig bin. Wir sind auf jeden Fall erstmal auf Klo gehen. Uns schön fertig machen. Oh, sitzt da noch mein Make-up? Der Spiegel hängt ein bisschen zu hoch, habe ich so ein Gefühl. Ich sehe meine Sonnenbrille im Spiegel. Und hier schön baden. So, könnt ihr mal bitte kurz weggucken? Danke. Hier ist gar kein Trainer. Na gut, dann gehen wir mal hier hin.
Und auf Wiedersehen. Ist hier auch niemand? Hallo? Lass mal, ja, lass mal hier erstmal ein bisschen nähen. Geh mal hier hin. Hallöle. Dich haben wir schon bekämpft, oder? Das war nicht der richtige Weg. Okay, zurück. Dann war der Weg nach unten bestimmt der richtige Weg. Ja, komm, beeil dich. So, zack, und jetzt sollten wir aber wieder am Eingang sein. Gut. Das hat sich gelohnt. Ja, gut, dann gehen wir rechts und gehen diesmal woanders lang im Bad. Dann sollte das Ganze dann passen, würde ich mal behaupten. Wir können, glaube ich, noch ganz rechts gehen im Bad und dann sollten wir eigentlich weiterkommen. Okay, gut. Jetzt habe ich aber dazugelernt. Aha. Okay, hier sind noch mehr Spiegel. Okay. Die sind auch alle viel zu hoch. Wer wohnt denn hier bitte? Oh, hier ist noch ein Weg weiter. Okay. Und er führt. Nicht zur Arena. Noch eine Chemotherapeutin. Hallöchen. Wir sehen aus wie Puppen in einem Puppenhaus. Findest du die auch? Ja, das passt eigentlich. Das ist so ein riesiges Puppenhaus, diese Arena. Oh Gott. Die Augen. Sie sind verschwunden. Okay. Gastrodon. Easy. Easy, das handeln wir. Okay, Pokégan. Machen wir fertig. Okay, gut. Das war mal Blattgeißel an. Ja, das sollte passen. Bestimmt sehr effektiv. Fast. Knuddler. Aber Gastrodon. Ich kenne dich doch noch nicht so lang. Raub ist bestimmt sehr effektiv, oder? Ja, klauen wir erstmal das Item vor allem. Nicht sehr effektiv. Wusste ich. Granitstein. Ja. Jetzt habe ich deinen Granitstein. Tja, was will er jetzt machen ohne seinen Granitstein? Einfach mal einen Psychostoß einsetzen. Ist der. Sollte das Kasten ausdrucken. Das passt. Auf Wiedersehen. Bam. Auf Wiedersehen. Ah, gute Erfahrung für Lapras. Perfekt. Sniper-Rate Level 58. Das ist nicht schlecht. Und Macholo kommt in den Kampf. Gut, Macholo ist jetzt nicht so die allergrößte Gefahr, würde ich mal so sagen. Aber kann auf jeden Fall gefährlich werden unter manchen Umständen. Also auf Wiedersehen. Es lebt. Diamantsturm. Nein! Aber wir sind nicht vom Typ Wasser, also passt das, weil Diamantsturm ist die Pflanze. Aber er hat den Def-Boost. Egal, das ist mir egal. Weißt du, was ich mache? Ich raub dir alles weg. Hier, deine Seele raube ich mir. Meine Seele. So, aber stimmt, ich habe schon einen Granitstein. Also meldet das noch nicht mal. Egal. Und es kommt Blutzuck im Kampf. Ja gut, Blutzuck ist jetzt nicht so die allergrößte Gefahr. Das Blattgeißen wir einfach mal. Oder auch nicht. Nein, Aufruhr. Oh nein, es verursacht Aufruhr. Jetzt Blattgeißen wir das, meine ich. Ja, richtig. Hier, fressen wir meine Blattgeißen. Oh, und einfach down. Ja, natürlich wusste ich, dass das sehr effektiv dagegen war. Alles geplant. Ich wechsle jetzt das Pokémon weg. Tja, lieber Trainer. Tja, du bist eben doch kein Poké, sondern ein Pokémon-Trainer. Yay! Ja, da freue ich mich doch. Okay, gut. Wechseln wir mal aus. Was ist denn noch Level 57? Nehmen wir Alex. Alex ist cool. Alex macht alles kaputt. Und wir können auswählen. Wir nehmen das hier. Und landen hier. Hier waren wir noch nicht. Hallöchen, möchtest du schlafen gehen? Angriffe eines bestimmten Typs sind wirkungslos gegen unsere geliebten Feen-Pokémon. Okay. Oh, ja, gut. Das ist eine Feen-Arena. Gut, dass ich das wusste. Tangulos, das kann gefährlich werden, aber nicht solange wir Alex haben. Ich meine, du hast vielleicht eine gute Death-Tangulos. Aber wir haben Alex. Und du bist Level 60, aber wir haben Alex. Hier, friss mal meine Aeroas. Bam, Hypnose. Weißt du was? Weißt du was? Hypnose trifft nie und du triffst das doch nicht, wenn du verwirrt bist. Tja, Tangelos, was willst du jetzt machen? Tja. Schmarotzer. Das ist gemein. Ich habe hohen Angriff. Das hat ein bisschen wehgetan. Aber nur ein bisschen. Okay. Also, lass mir weiter. Es scheint gut zu funktionieren. Komm, triff dich schon selber. Ja, perfekt. Zum Beispiel was. Dann sollte das Tangulos vielleicht schon darum gehen. Gucken wir mal nach, wie viel Damage das macht. Und ah, nur ein bisschen. Vielleicht trifft sich selber. Dann war ich korrekt. Nein, Durchbruch. Aber du kommst nicht durch mich. Du kommst nicht an mir vorbei, mein Lieber. Okay, Aioras, Tangulos geht down. Perfekt. Easy peasy. Ist zwar nervt, dass ich einen Tangulos hatte, aber nicht, wenn wir gewinnen.
Okay, sehr viel Erfahrung, nice. Pokémon erreicht Level 58, nice. Okay, es gibt auch Typen gegenüber den Feen-Pokémon Nachteil sind. Ja, wie Gift und Stahl. Was ziemlich interessant ist, weil Gift und Stahl waren vorher nie so populär, aber durch die Feen-Pokémon, oh mein Gott. Oh. Hi. Frilligant. Halten wir mal kurz meine Pokémon noch hoch. Supertrank würde nicht reichen. Ich glaube, ich liege einfach mal mit Alex. Und das Problem ist, die Pokémon werden auch so Level 65 sein. Ja, no risk, no fun. Das wird super schief gehen. Tagchen, Trainer. Na, haben dir ja die Warpfelder gehörig das Köpfchen verdreht? Wie auch immer, auf in den Kampf. Ich, Frilligant, kämpfe mit Pokémon vom Typ Fee. Sie mögen aussehen wie Sensibelchen, haben aber ganz schön was drauf. Okay. Ja, lieber Felix, lieber Frilligant. Marquise Frilligant. Tatsächlich hat ein Arena-Leiter mal Pokémon. Wie es gesagt hat. Er hat wirklich fehlen Pokémon. Krass. Getter, Eroast. Tja, kannst du denn meinem Angriff hier widerstehen? Du kannst tatsächlich, weil es nicht sehr viel tiefer. Windhose. Immer diese Windhose. Auf Wiedersehen, Pi. Ja, gut, das erste Mon geht down. Okay, das war natürlich Einarbeitungszeit und jetzt geht der richtige Kampf los. Das erste Feen-Pokémon ist auf jeden Fall weg. Tschüss, Pi. Pi ist süß. Aber nichts geht über Pipi oder Pixie. Okay, Skoppel. Also, du musst schon ein paar größere Geschosse auffahren, wenn du hier einen Alex besiegen willst. Weil Alex, ja, haut auf jeden Fall weg. Oh nein, mein Speed. Oh nein. Okay. Pi und Skoppel gehen down. Was gibt es noch für wilde Pokémon in ihrem Team? Es gibt dann noch so. Okay, Galoppa ist schon. Vor allem Galoppa Level 67 ist eine klitzekleine Gefahr mit Feuerreigen. Oh Gott. Oh nein, das boostet doch den Spitzangriff, oder? Oh Gott. Nein! Okay. Es ist Unlicht. Konfustrahl. Konfustrahl. Oh Gott, es boostet sich weiter. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh oh. Ja, ich muss mal Tiefschlag einsetzen. Mal gucken, wie viel Damage das macht. Oh nein, das ist nicht sehr effektiv. Das ist auch Viskosität. Oh oh. Trifft dich selber, komm, trifft dich selber. Oh nein, Psychwelle. Alex! Wir müssen raus. Nico hat eine gute Spätzle, wir gehen in Nico. Alex wäre fast da umgegangen. Komm, trifft dich selber, Galoppa. Trifft dich selber, dann können wir dich mit Stärke vielleicht wegkauen. Komm, komm. Yes. Okay, gut. Selber getrifft. Jetzt müssen wir nur Stärke und das ausmachen. Komm, komm, komm. Triff dich einfach selber. Triff dich einfach selber. Nein, Doppelhieb. Nico. Ach, ist effektiv, aber es ist vermutlich irgendwie nur Kampf und nicht Pflanze. Okay, Stärke, komm. Hau das Galoppa weg. Yes. Oh, Level 67 Galoppa ist weg. Ja, der Speedrop interessiert mich ziemlich wenig auf dem Relaxo. Okay. Über die ersten Mons konnte ich scherzen, aber das Galoppa. Das Galoppa war schon krass. Level 58 für Alex, das ist gut. Und wir kriegen Übergaste mit Nico. Ah, so schlecht ist es nun doch wieder nicht. Okay, Golking. Level 66 könnte ein Problem werden, wenn wir wechseln in Puma. Das müsste passen. Ja, das sollte passen. Und Puma sollte das Ganze hinkriegen. Schwer. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sieht er was hat? Burn, Burn, Burning. Taumel, okay. Taumel, nein! Nein! Burning, 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 Puma, Burning. Komm, komm durch. Nein, Puma! Okay, du musst ihn burnen. Puma, ich vertraue mich auf dich. Du musst ihn burnen. Zahltag, okay. Zahltag ist okay. Oh, da kriegen wir sogar mehr Geld. Puma, Puma? Nein, Puma. Okay, Puma, zweimal sich selber getroffen. Das ist okay. Wenn du ihn jetzt burnst, ist alles gut. Ist alles gut. Alles verziehen. Puma. Ist das dein Ernst? Puma, das ist ein plus 2 Level 66 Golking hier vor dir. Nimm die Sache bitte ein bisschen ernst. Ich meine, klar, er gibt immer mehr Geld, aber ja, hier frisst sie was. Burning, burning, burn, 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 burn. Ist effektiv. Okay. Und jetzt sieht er Wasser. Und Zadak, ja komm, das taggen wir easy. Und das Golking geht down. Oh, nächstes Mal geht down, okay. Mein Team ist zwar geschwächt, aber immer das Golking down. Okay, zwei starke Mons sind weg. Es ist die Golking. Hat aber, glaube ich, keinen Move, um das wirklich zu abusen. Ich weiß gar nicht, ob Zahltag sogar speziell ist. Bin ich mir gar nicht sicher.
Müsste ich eigentlich mal nachgucken, weil das interessiert mich gerade. Okay, auf jeden Fall. Ja, wenn man Zahltag findet, dann findet man nicht Pokémon, was natürlich. Okay, wechseln wir aus. Ich denke, Daki sollte einen guten Job gegen Swirl machen. Nächstes physisch. Okay, das heißt, er hätte sich auf plus 6 boosten können. Und dann hätte Zadek aber eine Menge gemacht. Okay. Daki sollte jetzt eigentlich passen. Phantomkraft. Okay, es verschwindet. Ich gehe mal davon aus, dass wir schnell sind. Das heißt, ich heile mal einfach irgendein Pokémon von mir hoch. Damit wir nachher noch einen Tank haben. Und ich glaube, die weiße Entscheidung wäre hier Alex. Weil Alex ist ein Monster. Okay, Phantomkraft. Tanken wir doch, oder? Ja, easy getankt. Daki ist auch ein Gott. Okay. Setzen wir mal den Tech Blaster ein, weil das ist ein starker Move. Und hier frisst den. Und. Bam! Getech Blaster. Geokontrolle. Der glaubt wohl, der wäre ein Xerneas. Aber weißt du, was ich für dich habe? Ich habe einen weiteren Tech Blaster und ich glaube, das wirst du nicht tanken. Du verdammt Schicki. Squirtle, Squirtle. Da der Squirtle Squad nicht funktioniert. Was für eine Schande. Monagoras. Ja, hallo, meine Brosilla. okay, das könnte ein Problem werden. Außer Wurmpool. Mit Wandlungs. Das ist verdammt cool. Wandlungskunst Monagoras. Das ist echt nett. Aber du hast keine gute Spezialdefensive, weißt du das? Oh, das weißt du sogar. Aber der Wurmpool ist nervig, aber ich kann jetzt eh nichts machen. Muss den weiteren Tech Blaster einsetzen und hoffen, dass das alles passt. Er hat noch Wurmpool. Ja, gut. Na ja gut, dann sollten wir es jetzt auslassen, wenn wir treffen. Ich glaube, das kann aber nicht missen. Also, haben wir die Arena besiegt. Easy peasy, ohne einen Pokémon zu verlieren und ohne Max. Aber gut, es hat auch niemand No Guard Geofissur. Also passt das. Und ein Level Up für Darky, perfekt. Also gut, von den vielen Pokémon, von denen sie geredet hat, da waren aber nicht so viele. Das Pi vielleicht, aber... Ja, vielleicht hat das Pi einfach gefangen und sie gedacht, ja, das ist jetzt das aussehende Schild, aber nee, das war es irgendwie nicht. Schwamm drüber, morgen lichten sich die Wölkchen wieder und alles ist beim Alten. Ich glaube, deine ganzen Pokémon sind tot. Oh, 99 Pudel aufgehoben. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Na, egal. Hui, das war ein tolles Kämpfchen. Schau mal, das ist der Feenorden. Ist dir nicht einfach entzückend? Hoppla, ich Dummerchen. Ich war so fasziniert vom Anblick des Ordens, dass ich beinahe vergessen hätte, ihn dir zu geben. Entschuldigung, also Händchen auf. Ferelegant, ist das dein Ernst? Aha, wir haben den Feenorden. Nice. Ich weiß nicht, wie vielte das eigentlich ist. Pokémon ist Level 80 und eine weitere TM. Oh. TM99 Stromstoß. Das ist cool. Das könnte in der Tat hilfreich sein. Ja, genau. Ja, danke. Danke, danke, Frelligant. Ja, zerbrech dir mal dein Köpfchen, Frelligant. Ja, okay. Das war mal ein bisschen seltsam, der Frelligant. Okay, nee, wir haben Stromstoß bekommen. Es ist Drache. Wäre cool, wenn Alex wirklich ein Drache wäre. Aber ich weiß nicht, ist es Recoil und... Nee. Ein Drache ist nicht so ein guter Step, wenn es nicht... ist nicht so ein guter Typ, wenn es nicht Step ist. Deswegen lassen wir das mal mit Stromstoß. Müssen wir uns selber Damage machen. Wäre zwar stark auf Alex, aber... Nee, wir lassen es erstmal. Hallo, Madame F. Hallöchen. Oh, der Feenorden, wie es glitzert und funkelt. Ich habe vor, mir die Pokéball-Fabrik anzusehen. Warum kommen sie nicht mit? Pokéball sind echt fantastisch, weil mit ihnen Pokémon ver... Danke, Relos, für diesen qualitativ hochwertigen Kommentar. Okay, ich glaube, wir müssen die Nein, erstmal halte ich mit Team. Ich traue dem Braten keine Sekunde. Wir müssen bestimmt wieder kämpfen und dann bin ich nicht vorbereitet und dann werde ich weinen und verlieren. Also, verhindern wir das Ganze mal, indem wir einfach mal unser Team heilen. Okay, gut, unser Team ist geheilt. Easy. Okay, welches Pokémon packe ich eigentlich nach vorne? Danach gucken wir natürlich die Pokémon, die Pokéballfabrik an. Wir packen. Packen wir Lapras noch. Obwohl, nee. Alex und Nico müssen leveln, weil die sind ein bisschen hinterher gewesen. Ich möchte uns mal gucken, wie viele Orden ich eigentlich. Okay, noch zwei fehlen mir. Erzkrieger und Quackster. Okay, Frelligan, Shockwave, Zelda, Freestyle, King Mazar und Megabaum. Gegen den Erz, das wird hart auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Und der letzte Rennleiter? Mal sehen. Das ist ein Item. Da kommen wir so hin. Lässt du mich wohl durchgebeutelt? Hallo? Moment. Das. Gut, dann halt eben nicht. Warum machen die das physisch unmöglich für mich? Okay, gut. So, jetzt aber. So, ab zur Pokéballfabrik. Go! Ich meine, go! Gibst du mir nicht einen Mega... Hallo.
Aha, der Gänganit, wusste ich doch. Hier habe ich mir nämlich auch geholt. Ja, Apollo, danke. Pokéfabrik. Ah, hier. War ich hier jemals? Ich hab. Hallo, Relos und Max. Den Zutritt verwehren? Ne, 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 ne. Ma nur Max, warte. Ja, nee, das geht nicht. Zutritt verwehren? Ne, nicht mit. Ach, da sind die ja schon wieder hier. Sensory und Felix. Na nun, was geht denn ab? Sind da nicht gerade nur Max Banana? Nur Max Banana und Relos Tomato vorbeigedüst. Wir wollten uns doch hier treffen, oder? Ich frage mich, was da vor sich geht. Was ist denn? Haben die dir was angetan? Nur Max Banana, warte. Halt. Wait, warum haben die Angst vor Team Flair-Leuten? Wir haben die so oft fertig gemacht. Was ist denn hier los? Ja, renn den hinterher. Team Heat, hier. Da drin geht irgendwas vor sich. Ja. Lass mal hier gucken und. Wait, das ist der Eingang. Oh. Ich war außen rumgelaufen, nicht gesucht. Okay, Team Flair. Erkläre dich. Team Heat. Ist dieser Schwachkopf nicht mal in der Lage, da draußen vernünftig Wache zu schieben? Bedauere, aber eine Besichtigung ist derzeit nicht möglich. Warum nicht? Wenn ich deinen roten Anzug so betrachte, dann dürftest du wohl ein Mitglied vom Team Heat sein. Zahlen dir die Deppen in eurem Karnevalsverein denn so wenig, dass du einen Nebenjob brauchst? Wie kannst du es wagen, dich über Team bloß zu machen? Oh, Sensui, Alter. Los, Magnein. Okay. Ich erledige das, geh schon mal vor. Okay. Vielleicht hat die ja wirklich Magnein. Das erste Mal, dass das stimmen würde. Oh nein! Nein! Okay, wir werden zu einem Pokéball verarbeitet. Doch nicht. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt werden wir zu einem Pokéball. Oder auch nicht. Hi. Ich bin eine holde Maid aus Kalos und der Weltschmerz sitzt tief. Was? Okay, gut. Oh, es ist wirklich eine holde Maid. Ach, entschuldigen Sie mich. Mit Kyogre? Ja. Eine holde Maid mit Kyogre. Als würdest du dich nicht zu helfen wissen. Ja. Aber gut, dass ich Alex habe. Und Alex ist natürlich God-Mode. Okay, Ayoras. Bar. Oh, macht das viel. Loka. Oh. Alex? Oh mein Gott, macht das viel. Okay. Ayoras. So. Zack. Und Crit. Oder auch nicht. Passt schon. Brauche ich nicht. Und Kyogre. Ausdauer. Das bringt dir einfach nichts. Das sorgt dafür, dass die Pixel ein bisschen. Was bringt dir die Ausdauer? Okay. Gut. Gut, Kyogre. Gut. Okay. Aber 3000 Erfahrung, das ist nice. Fluffluff. Ja, wer ist ein feines Knopf, Fluffluff? Wer ist ein kleines Fluffluff? Ja, du bist keins mehr. Auf Wiedersehen. Okay. Okay, wir haben zum Weltschmerz gesellt sich jetzt noch diese demütigende die Niederlage. Was soll ich denn tun? Du kannst mit mir reisen. So ein paar Leute, die mir mal helfen würden, die was bringen würden. Und du hast keine Pokémon mehr. Nevermind. Da packen wir jetzt mal Pokémon heilen. Ich packe jetzt Nico nach vorne. Nico sollte jetzt eigentlich eine Menge machen können, weil Nico ist ein Monster. Sind wir mal ehrlich. Oh, das ist ein Item. Metallmantel. Das ist sogar gar nicht mehr so schlecht auf Puma. Weil Puma war, hat doch den Surfer und das war stark. Das hat Puma da schon ein Item. Ja, Wundersaat ist besser. Hast du? Nee, du hast keinen Star-Move. Können wir dir eigentlich irgendwas geben? So, wirklich. Was uns helfen könnte. Ich meine, ich könnte das Münzamulett geben. Aktuell haben wir genug Geld. Ich meine, wenn ich nichts anderes habe, dann gebe ich dir eben die. Aber vielleicht was Sinnvolleres. Nö. Okay, gut. Dann geben wir dem das Münzamulett. Nein. Münzamulett geben und hier bitte schön. Das heißt, wir kriegen nämlich mehr Geld. Okay. Okay. Weiter auf dem Weg zu Pokébällen zu verarbeitet zu werden. Zu viele Zus. Okay. Wir stehen. Oh nein, bitte lass mir nichts passieren. Okay, warte. Nein, 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 nein. Aha, hier ist nämlich nur ein Pokémon gewesen. Ein Item gewesen. Ein Timerball. Der könnte vielleicht irgendwann nützlich werden. Ist auf jeden Fall nicht schlecht zu haben. Okay, gut. Gehen wir mal hier hoch, meine ich natürlich. Ja. Richtig. Okay. Das ist ein Haus. Ich habe ein Haus, ein wunderschönes Haus, in dir getrappt. Gibst du mir was?
Ja, danke. Ich möchte eigentlich nur, dass ihr mir vielleicht was gebt, was mir helfen könnte, so ein Item oder so. Du heilst mich. Okay, das ist gut, das ist nett, das ist nett. Ja, das passt immer. Nutzt ihren ganzen Tränke und so weiter Vorrat auf, einfach nur, damit ich die rette. Idiot, was hilft mir das? Ah, ich kann die Maschinen umändern. Aha. Wait, was bringt mir das? Ich kann jetzt hier hin. Warte, ich konnte ich auch schon vorher hin. Okay, das hat mir vielleicht nicht so viel gebracht, wie ich gedacht habe. Du blockierst den Weg. Aber das passt schon gegen dich, habe ich schon. Vielleicht ist hier ja was drin. Wer weiß. Hallo. Ah. Los, jetzt zieh dich nicht so. Insgeheim willst du doch sicher für die Miet arbeiten. Wenn du uns dran gehen würdest. Oh. Oh, darum. Müssten wir die ganzen Pokébälle nicht alleine. Ach, oh, schleppen. Oder du wirst gegen eine Zahlung von 5 Millionen Pokédollar Mitglied unserer Organisation. Bequemer geht's gar nicht, oder? Was in aller Welt geht in euren Köpfen vor? Die geistigen Tiefflieger. Ja, sag's ihnen, Mann. Ich kann doch nicht zulassen, dass ich jemand alle Pokébälle unter den Nagel reiße. Ach, vergiss es. Mit diesem Tatterkreis. Verschwende bloß unsere kostbare Zeit. Ja, du hast recht. Wenn ihr eh keiner zu irgendwas taut, können wir den Laden auch gleich in die Luft jagen. Sian, Sian. Wen haben wir denn hier? Einen Eindringling. Eindringling? Das sagen die Richtigen. Die ungebetenen Gäste seid doch wohl ihr. Hey du, ich brauche deine Hilfe. Hör bitte mit den Sprüchen auf, dann helfe ich dir. Meine Güte, das klingt jetzt aber reichlich verzweifelt, mein werter Fabrikleiter. Ja, es tut mir ja also wirklich sehr leid, aber deine Hoffnung werde ich jetzt im Keim ersticken. Ich mach dich fertig, meine Liebe. Da kannst du dich wundern, also. Kamschadalier Vorstand. Palkia. Palkia. Oh, hi. Na, hat aber keine sechs Pokémon, was gut ist. Und Nico sollte eigentlich das machen können, außer der hat jetzt Grassnot und das wäre behindert. Okay, komm, Stärke. Teleport, ja. Ja, der Vorstand hat jetzt schon Angst, möchte sie wegteleportieren, ja. Oh Gott. Wetten, das ist wirklich Wasserdrache? Wir fliegen einfach mal hoch. Wir gucken mal. Ja, der möchte sie nur teleportieren. Vielleicht ist ja Wahlschall-Teleport. Immer noch Teleport, okay. Ich fliege. Oh mein Gott, das ist Pflanze. Kitzer schneiden wir das noch und dann Nachspiel. Oh. Ich möchte kein Nachspiel ertragen. Nein! Was macht das überhaupt? Zerschneidet alle AP verloren. Okay, wenn ich ehrlich bin, das ist nicht das Schlechtste, was mir hätte passieren können. Damit kann ich schon leben. Snivy möchte. Snivy ist langsam, deswegen ist Elektroball. Nee, wir haben Munkewald. Snivy wird nie schnell genug sein, dass Elektroball schneller. Stärker ist als Munkewald, also nein. Hallo Minun! Na, alles klar. Bist vielleicht im falschen Team. Trumpfkarte. Du bist aber kein Evoli. Friss mal meine Stärke. Bam! Auf Wiedersehen. Tja, Minun. Hätte sich mal nicht mit dem großen Nico anlegen sollen. Mensch, Nanu? Ja, Nanu. Mensch, da hat ja nichts funktioniert. Ich glaube, Nico ist so der neue Max. Hey, mach mal langsam. Du musst noch für so einen erbärmlichen Fabrikleiter nicht gleich in die Vollen gehen. Das war ja mal ein Trauerspiel von einem Vorstandsmitglied. Hätte ich da mehr erwartet. Ach, was reg ich mich auf. Jetzt müssen eben wir Forscher ran. Dann lass uns die mal im Kampf 2 gegen 1 so richtig fertig machen. Das wird wenigstens unsere Siege schon. Ach, Sensory, ich mach die auch alleine fertig. Vor allem der wartet die ganze Zeit, bis ich was mache. Hat so Angst und guckt, wie ich das mache. Und dann jetzt stürmt er raus und denkt so, das könnt ihr vergessen. Tut mir leid, ist so spät. Ja. Ist eben die Verstärkung. Ein Rotzlöffel mehr oder weniger. Dank unserer Kombos wird die Wahrscheinlichkeit unseres Sieges sogar exponentiell ansteigen. Da habt ihr euch wohl verrechnet. Und ihr schimpft euch Wissenschaftlerin. Darf ich? Nein. Bestanden. Wirklich? Ich darf nein. Ah, ich habe gedacht, ich darf allein gegen ihn kämpfen. Okay, ich muss ihm ja sagen. Och, Mano. Wir zeigen dem, was eine Hake ist. Richtig. Mensch, immer die besten Sprüche hier. Okay, gut. Kimonträger und Baronin. Okay. Mega Bisaflor und Knospi. Nein, nicht das schon wieder. Okay. Ich mache folgendes. Ich spiele nochmal bis hierhin. Dann speichere ich. Dann lade ich das reguläre. Und dann, ja. Geht's weiter. Das wird nervig.
Na gut, nice und mal gucken. Sollte jetzt eigentlich passen, sollte jetzt nicht mehr buggen, sollte jetzt sich nicht mehr aufhören vor allem. Ja. Ja, das sieht jetzt richtig aus. Wir haben zwei Pokémon, Cleopatra, ja, das passt alles. Ja, keine Ahnung, warum es gefreezed ist, aber ist erstmal so. Ich werde das natürlich dann nachher wieder resetten. Also, so als wäre nichts. Level an für sich, da merkt man, ja, wir wären ein bisschen OP, wenn die noch dieses Level waren, weil, keine Ahnung, also, ja, der XP-Modifier, der war schon krass. Aber gut, ja, das Psion geht einfach down, aber das Cleopatra sollte jetzt auch down gehen, weil das ist eine Stärke, ja, auf Wiedersehen. Dann nur noch das Volten, sondern sollte das eigentlich jetzt auch gewesen sein. Ich glaube, ich beende dann jetzt gleich auch den Part, weil ich muss die ganzen Saves und so weiter um. Packen und das ist. Aber ich durfte das Ganze gerade auch neu spielen und ja. Das glaube ich reicht auch für einen Part an Zeitaufwand. Also ja. Das passt gut. Okay, gut. Ja, dann auf Wiedersehen, Volten, so würde ich mal sagen. Und ja, das ist doch nicht so schlecht. Easy peasy win. Und ja, was wollen die mir denn jetzt hier sagen? Übrigens, ich habe vergessen, den Toner zu machen. Fällt mir gerade mal so auf. Gut, dass mir das auffällt. Jetzt wirklich jetzt so uncool. Auch eine hohe Wahrscheinlichkeit ist nur eine Wahrscheinlichkeit und somit keine Garantie. Gut, aber wir haben gewonnen. Ich habe mein Outfit auch neu machen müssen und so weiter. Jetzt habe ich das Kleid nicht. Ja, ihr seid mächtig beim Gang. Auf jeden Fall, ja, genau. Macht euch aus dem Staub, das passt schon. Jetzt haben die zwar Bälle, aber das ist okay. Ja, wir haben mich gerettet. Ja, kriegen wir einen Meisterball. Zwischen einem Meisterball und einem Riesennagel. Wir nehmen natürlich. Es ist offensichtlich, dass wir den Meister übernehmen. Hätten wir wirklich Riesennugget picken können? Wirklich? Achso, ich krieg beides. Gut. Ah, ja. Gut. Gut. Und damit würde ich sagen, wäre es auch mit diesem Part. Wir haben es geschafft, Team Flare zu besiegen. Und eine Arena. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich werde es wieder dann. Ja, umkopieren. Das wird lustig. Aber wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich dann. Bis dann und ciao.